Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die, oh. So, jetzt hier herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Star Wars Outlaws bei mir hier auf dem Kanal. Und ja, wir sind immer noch auf Kimchi, muss ich sagen. Die letzte Aufnahmesession ist noch nicht lange her, weil ich Bock auf das Spiel, ehrlich gesagt. Also ich bin da jetzt ein bisschen gehypt von, ehrlich gesagt, diese ganze Star Wars Welt und diese ganze Open World. Das macht mir wirklich Spaß, muss man sagen. Es gibt so ein paar Sachen, die mir sauer aufstößen, aber gestern gab es ein Update und da wurden ein paar Sachen gefixt. Wohl, also Stealth soll einfacher werden. Du kannst es in der Progression, wenn du jetzt in einer Mission bist, kannst du jetzt speichern wohl angeblich. Muss man sehen, wie sich das verhält. Ansonsten gab es auch noch ein paar Updates, ich weiß jetzt noch nicht genau. Wir stehen immer noch hier. Wir müssen natürlich jetzt uns noch den Weg suchen. Journalie, ich rufe mal auf. Das ist jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt schon 2 Tage. Ich werde jetzt erstmal bei der Tresorknackerin bleiben. Wir gucken da, was wir da machen müssen. Erstmal und dann, haben wir dann. Wir haben noch genug hier zu tun auf Kimchi, denke ich mal. Oder Kichimi. Und das ist Crimson Dawn. Dann würde ich gerne eine Quest machen für die Ashki-Clan-Gedöns hier. Weil wir kommen nämlich, glaube ich, bestimmt bei dem ins Areal nicht rein. So, 150 Meter gehen wir da erstmal hin, würde ich sagen. Wir haben letzte Folge haben wir ja hier verbracht. Und daher jetzt ist jetzt erstmal wichtig, dass wir. Oh. Wichtig, dass wir unseren Weg finden. Ich weiß nämlich gar nicht, was wir machen sollen jetzt gerade. Das ist eine Gelegenheit, 12 Meter. Einen Ort entdeckt. Okay. Das ist schon mal richtig, das ist gut. Der Rest ist nicht so richtig. Der ist auch richtig. Also der ist nur eine falsche Position, aber. Ah, die passen schon mal. Okay, diesen zwei sind auch richtig, dann nur die Position falsch. Probieren wir mal so und so und so. Okay, das hat nicht hingehauen. Dann probieren wir mal so und so und das. Ja, beruhig dich. Okay, da fehlt noch. Ja, einer fehlt jetzt noch. Okay, ich habe irgendein Vorratslager geöffnet. Oh, neue Ausstattung. Mendorianischer Überlebensgürtel. Ist das nur eine Kosmetik oder macht das auch Sinn? Ausrüstung. Werkzeuge. Ausrüstung. Gürtel. Ach hier. Gehobene Hüfte. Du kannst mehr Bacta-Fiolen tragen. Erhöht die Menge an Gesundheit, die durch Bacta-Fiolen sofort wiederhergestellt wird. Ausrüstung. Für Überlebenskünstler. Ah, da gibt es ein Komplettpaket. Na, das ist ja cool. Hochrangig robuster Gürtel. Du kannst halt, wir können halt alles mit allem kombinieren, so wie es aussieht. Hier der kosmetische Gegenstand. Also ich kann das jetzt da drüber ziehen, aber wir können ja das einfach mal lassen. Sieht cool aus eigentlich. Jetzt kommen wir mehr Bacta-Fiolen mitschleppen. Das ist natürlich genau, was ich brauche eigentlich. So, ansonsten gibt es hier nichts mehr, oder? Hier geht es auch nicht weiter. Das wusste ich auch nicht. Aber man muss halt den Fragezeichen auch nachgehen. Ne? Das ist auch eins der Sachen, die man machen muss. Genauso wie mit Gesprächen zu hören. Das ist auch ganz wichtig bei dem Spiel, finde ich. Aber dazu später mehr. So, da ist nochmal Kijimi nichts. Irgendeine Idee für ein Treffen mit der Königin? Sei höflich. Da können wir mich hinsetzen.
Ich weiß nicht warum, aber wir können uns ja mal hinsetzen. Mal gucken, was passiert. Da passiert erstmal vorrangig gar nichts. Ich habe eben schon gesehen, hier ist eine Öffnung. Also, hier muss es irgendwo eine Konsole geben, auf der ich mehr über Ankh rausfinden kann. Ich sollte ein Gebäude mit einer Radarschüssel auf dem Dach suchen. Okay, da drüben ist eins. Richtung Süden, ich weiß nicht, ob ihr die gut seht. Ich müsste bei YouTube Vollbild machen, ich weiß es nicht. Wir gehen mal ganz kurz hier lang. Wir müssen uns natürlich nicht erwischen lassen jetzt hier, ne? Wir können das Gebiet ja dann noch erkunden. Ich würde sagen, wir gehen uns mal dahin. Da ist die Radarschüssel auf dem Dach. Also gehen wir da auch hin. Sind doof gemacht, aber wir können halt entscheiden, wie wir es jetzt angehen, ne? Aber ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt den Ruf steigern, sodass wir einfach hier rumlaufen können. Aber ich, wenn wir jetzt gleich zu dem Gebäude gehen mit der Schadar... Ja, genau. Okay. Okay, also wir müssten uns da so oder so jetzt hinkämpfen. Es gibt ja immer zwei, es gibt immer zwei Varianten von, Okay. Na gut, Max, hol sie dir. Zum Angriff nichts. Ich mach den jetzt auch noch schnell. Oh, du hast gerade. Aha, okay. Datenstift benutzen. Dit. Ja, muss immer ein bisschen die Scheiße sehen, hören. Was wir finden. Neuer Sammelgegenstand. Knacke verschiedene Schlösser leichtfüßig. Naja, komm. Bahnbrecher Treibstoffdüsen. In Orange. Oh, Orange ist schön. Datenblock. Über das nächste Rennen angeblich soll der Jockey von Alderaan gewinnen. Zumindest wurde alle anderen Jockeys bezahlt, um zu verlieren. Alles klar. Jockey von Alderaan. Oh. Screenshot. Also ist immer wichtig, alle Datenblocks zu lesen. Hier ist ein PC, die kann ich noch hacken. Da ist ein Ausgang. Ja, machen wir einfach mal gucken, was hier noch so gibt. Datenzugriff. Hacken. Ja, machen wir es mal kurz. Okay, der mittlere ist schon mal richtig. Der ist auch richtig. Dann bleibt der nur da. Das war einfach. Wahrscheinlich ist es questmäßig. Okay. Wie gewollt. So, Erlass der Königin 58.795-2. Ermittlung bestätigt, dass der Ban Pudirari von Crimson Dawn gestohlen wurde. Der Verbleib des Reliktes ist nach wie vor ungeklärt. Die Königin fordert, dass die Raumhäfen von Kijimi Stadt und das Diebesviertel unter strikter Beobachtung gestellt werden. Ah, vielleicht können wir damit helfen. Also, ND5, ich habe nichts zur Fabrik gefunden, aber dafür etwas anderes. Irgendwas Nützliches? Anscheinend hat Crimson Dawn dem Ashiga-Clan ein Relikt gestohlen. Deshalb scannen sie alle Schiffe im Raumhafen. Sie müssen gewusst haben, dass es die Königin ablenkt. Die Königin wüsste es bestimmt zu schätzen, wenn ich es zurückbringe. Ich muss nur rausfinden, wo sich Crimson Dawn versteckt. In der Urquell-Taverne. Ein privater Club im Thermenviertel. Das war schnell. Nicht für mich. Und vor allen Dingen haben wir bei Crimson Dawn einen guten Schnitt. Also wir können da wahrscheinlich einfach rein.
Ab in den Thermalbezirk. Aber ich glaube, wir haben eh schon mal die zwei außer Gefecht gesetzt draußen. Also können wir uns jetzt auch hier ein bisschen bewegen. Ich habe hier noch ein Fragezeichen. 9 Meter voraus. Hier komme ich nicht weiter, alles klar. Wir haben zwei Sachen, die ich mir das noch ganz schnell angucken würde. Ausrüstung. Inventar natürlich. Einmal eine ID-Karte. Zugangskarte für Sicherheitszentrale. Okay. Und dann haben wir hier noch irgendwas gehabt. Ich hatte irgendwas vom Ashkadi-Clan aufgesammelt. Müssen wir langsam die Materialien verkaufen. Und ich glaube, wir haben eben gerade noch eine Fähigkeit freigemacht. Hier freischalten. Ja, Mann. Soll das Schlosser knacken? Neue Fähigkeit freigeschaltet. Leichtfüßig. Reduziert die Lautstärke beim Gehen und Rennen. So kann Gay sich besser bewegen, ohne entdeckt zu werden. Wow. Okay, wie geht es hier aus? Jetzt brauchen wir als nächstes abgeleckte Gegner erschießen. Nix Befehle. Hacke ein Gerät in 3 oder weniger Versuchen. Okay, das müssen wir eigentlich auch immer noch hinkriegen. Denke ich mal. Und hier fehlen uns noch 2 Schaltkreise. Okay. Cool. Das ist natürlich sehr vorteilhaft, wenn die uns nicht immer gleich auf den Keks gehen. Wenn wir uns jetzt leiser bewegen können. Soll ich hier einfach raus, oder? Ah, Schlüsselkarte. Nice. Cool. Schatz geborgen. Irgendwelche Kanister. Ich habe hier irgendeinen Tresorraum gefunden. Neue Informationen. Ah, zum Tresorraum alles klar. Ah, es lohnt sich eher, mal abseits auch mal zu gucken. Das können wir jetzt auch nur erreichen, weil ich den Typ da unten quasi ins Land der Träume geschickt habe mit einer Schlüsselkarte. Also war das der richtige Weg. Wir schleichen uns das mal wieder raus, weil wir haben aktuell immer noch keine gute Reputation hier bei denen. Aber in dem Gebiet hier oben, bei dem Haus mit der Antenne, war eh ein gesondertes Gebiet. Aber ist egal, wie gut deine Reputation ist, du kommst auf jeden Fall da nicht hin. Also wahrscheinlich muss es dann noch besser sein, deine Reputation. Also richtig, richtig gut. Schätze ich mal. Oh. So, ich hoffe, dass ich hier rauskomme, ehrlich gesagt. Straße der Könige, ja. So. Sei Bendu, sag mir was. Ist noch Loot. Mensch, wir müssen mal demnächst verkaufen gehen, aber ich würde gerne verkaufen bei einer Fraktion, wo wir auch gern gesehen sind. Wegen der Kohle. Ich schleiche noch mal ein bisschen rum hier unten. Hier kann ich den Staatenstift benutzen. Na komm. Das war nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Vorsichtig. Okay, das kann sein, dass es ein Questraum ist, dass wir da aus her müssen. Mit irgendeiner Quest. Hey, sehe ich ja gar nichts im Moment.
Ist so nichts eingesperrt da, das sieht so aus wie Käfige. Was siehst du? Okay. Ah, ich komme bestimmt nochmal wieder. Ich habe so das Gefühl. Ich habe so das Gefühl, da kommen wir nochmal hin. Egal, wir gehen jetzt weiter. Wir machen jetzt das mit unserer Quest. Viel zu schlechtes Wetter. Mit draußen rumzulaufen. Aber das ist ja nichts. Wir müssen ja. Macht ja sonst keiner, außer wir. So, wir können uns an der Rebellion anschließen bald. Wäre echt cool. Hallöchen. Hallöchen. Hey. Wie läuft's? Was ist das für ein Handel, Händler? Schneider? Ohne, oder was? Was mehr verkaufen? Kann bedenkenlos verkauft werden. Okay, was hat die für uns? Oh, verringert den Blasterschaden. Verringert den Blasterschaden. Oh, Überlebenskünstlergürtel. Da haben wir ja schon eins, ne? Ausgerüstet. Soll man die Jacke kaufen für 1000? Ach komm, ich kaufe die jetzt mal. Danke. Weiß ich zu schätzen. Vielen Dank. Die richtig guten Sachen gibt's wohl eh nur zum Looten. Habe ich wohl gelesen. Die schon geil aussieht, ne? Erhöhte Magazingröße. Und, aber erlittener Schaden ist mir ehrlich gesagt lieber. Obwohl das sieht jetzt ein bisschen aus wie so eine. Aber das bei dem Wetter ist, glaube ich, mit Handschuhen schon besser. So. Dann geht's auf jetzt. Und wir suchen die Kneipe von Crimson Dawn. 130 Meter. Die unterhalten sich. Was ich noch machen wollte, habe ich jetzt ganz vergessen. Ich habe vorhin den Ton ein bisschen runtergestellt. Und dann möchte ich gerne wieder ein bisschen hochstellen. Das habe ich auch gelesen. Soll jetzt in der Einstellung soll die Version stehen von dem Spiel. 1692231. Also stand wohl vorher auch nicht da. Ich weiß nicht, ob sie das gefixt haben mit dem, dass dieser Arme, dieser VRAM vollläuft. Oh, 19, 18 Meter über uns. Crimson Dawn spielt mit dem Feuer. Die Ashiga werden denen das nicht durchgehen lassen. Das gehört alles zum Plan. Vernichtet zu werden? Nein, sie aus der Ruhe zu bringen. Klar werden sie reagieren, aber Crimson Dawn plant langfristig. Okay, da ist. Cool, dass die sich mal ab und zu mal unterhalten. Das ist ganz gut. Was kann man denn hier oben machen, sag mal? Ich hab da ein Zeichen. Riechst du was, Nix? Ich bin eh Crimson Dorn, also von daher. Gehört. Weiter so. Danke, danke. Thermalbezug. Oh, das muss das Urquell sein. Finde eine Möglichkeit, das Urquell zu begraden. Ja, ich versuche einfach mal durch die Vordertür, oder? Wir haben ja Reputation. Das hier ist Sperrgebiet. Du musst sofort umkehren. Gut, verstanden. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ich
Da ist ein roter, ein blauer, ein gelber Rohr. Wir wissen ja, gelb ist immer die Farbe des Kletterns. So, und da ist ein Zeichen, da oben ist wieder dieses gelbe Zeichen, dieser Pfeil. Und der zeigt nach unten und dann hast du meistens irgendwo in der Nähe. Zum Beispiel einen Eingang. Oder die Kletterwand oder was weiß ich. Immer darauf achten, auf das gelbe Ding. Mach mal hier. Ist hier jemand? Sehe keinen. Alles klar, Nix. Sei brav und still. Wir holen uns das Relikt. Ja, Mann, wir bestehen jetzt Crimson Dawn. Also da, wo wir gerade mal ein bisschen Reputation haben. Ach, ist einfach so kotzen. Da ist einer. Hier geht's nicht raus und es ist der einzige Weg. Dadurch. Trotzdem nicht speichern. Ich dachte, dass man jetzt in den Missionen speichern kann. Nur der eine oder was? Na, wo geht er hin? Ich würde mich von dem Ding fern. Okay. War zwar nicht ganz so geklappt, wie ich wollte, aber so war der Plan. Es war zumindest so. Ich laufe mal kurz eine Runde. Ich fühle mich ein bisschen wie bei Sliro. Aber nutzen wir den Datenstift. Piep, 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 piep. Piep, piep. Okay. Ich hätte beim Imperium alle. Oh shit. Das muss es sein. Wachsam bleiben, Kumpel. Das könnte gefährlich werden. Wo kommen die ganzen Waffen an, Mann? Deaktiviere die Energiebarriere. Oder kommt einer? Was sind noch zwei? Scheiße. Los, lenk sie ab, Nix. Aber da auf das du. Ich schleiche mir mal davon. Oh nein! Ist da jemand? Verschwinde! Zeit, sie abzulenken, Nix. Ist da jemand? Tisch ab! Moment. Zeit für eine kleine Showeinlage. Okay. Hoffentlich ist die Bezahlung das wert. Siehst du was? Ja, wer quatscht jetzt hier? Aber die ihre Freunde, wenn die ihren Freund treffen, ist auch scheiße. Ich glaube, ich muss die zwei ausnocken da hinten. Scheiße. Komm schon.
Scheiße. Okay. Müssen wir auf Elektro umschalten. Nein, eine Granate. Ich bin bei dir. Ich sitz fest. Genau, das eine oder zwei. Das war nicht der Plan, echt. Vorbei. Das war nicht der Plan. Eigentlich möchte ich am liebsten neu laden, aber es ist nun mal, ich kann es nicht ändern. Es ist nun mal so. Wie es ist. Ach, es ist halt. Schwierig. An manchen Stellen ist es manchmal schwierig. Wollen wir jetzt erstmal auf das, wo wir aus gucken gehen da unten oder wollen wir das deaktivieren? Ach komm, wir deaktivieren es schnell. Na, die zwei sind schon mal gut. Machen wir mal so. Okay. Na schön. Fiese Falle, bereit zum Freischalten. P-Fähigkeiten. Ach ja, das war Dings. Wir haben. Freischaltbedingungen, Befehl nix. Genau, hab ich. Freischalten. Fähigkeit freigeschaltet. Bring nix eine Falle an Alarmkonsolen und Geräten an. Der erste Gegner, der sie verwendet, wird ausgeschaltet. Oh, cool. Das ist ja nice. Okay, cool. Das gefällt mich. So, wir gucken mal schnell. Da scheint gerade keiner zu sein. Wir haben die alle umgebracht. Wir gucken, was wir noch einsammeln können jetzt hier. Hier ist irgendein Tee. Loot ist ja jetzt nicht so das meiste in dem Spiel. Erinnert mich ein bisschen an Assassin's Creed Mirage. Da ist auch nicht so viel Loot. Das Ding nehmen wir gleich. Wieso kann ich hier nicht das Zeug nehmen? Ein paar Blaster und so, das wird mir schon gut zu Angesicht stehen. Hier geht's wieder hoch, ne? Glaube ich. Hier ist noch eine Tür. Ja, schade, wir haben noch Thema hier rein müssen dann. Oh, Hacking geht vorbei, bereits verbessern. Okay, was bedeutet das jetzt? Erhöht die Energie des Hacking Kits um 2 benutzte Energien, um Hacker Joker zu aktivieren. Alles klar. Haben wir es ja bald durch, hä? Die. Ja, genau, die zwei: Rauchbombe und hier den Blaster. Sollte mal gucken auf der Karte, wie viel Kisten das hier gibt. Im Gebiet.
Kann's nicht genau sagen. Scheinbar nicht viele. Hier ist nur eine Gelegenheit. Aber ich höre gerade durch den Comlink, dass die Folge gleich zu Ende ist. Dann werde ich kurz noch abwarten. Ich sammle noch kurz den Schrott hier ein. Und dann werden wir uns Artefakte in der nächsten Folge schnappen, einfach. Nicht, dass jetzt hier... Ich nehme jetzt das Artefakt jetzt und dann ist die Folge zu Ende und dann kommen die ganzen Gegner oder kommt irgendeine Sequenz. Das kennen wir ja. Deswegen immer ruhig bleiben. Muss man fast alles haben eigentlich. An Loot. Das ist ein cooles Artefakt, aber es sieht nicht so cool aus. Das ist immer so eine Knarre haben hier. So, aber wie es weitergeht und was mit dem Artefakt ist, das sehen wir leider aus der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns auf Kimchi. And this is my game to play, to claim a brand new name. Oh.